الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Liebe Brüder und liebe Schwestern, heute ist der gesegnete Tag, der Tag von Arafah, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde gesagt hat, das ist der Tag, wo man am besten Dua machen kann, wo man am besten Mitgebete zu Allah subhanahu wa ta'ala machen kann. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, خير الدعاء دعاء يوم عرفة. The best دعاء is the دعاء an den Tag von Arafah. Und das Beste, was ich und die Propheten vorher gesagt haben, ist لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Das bedeutet, das ist der Tag von دعاء, wo man sich damit beschäftigen sollte, Allah zu bitten um das Gute in diese Dunya, in diesseits, um in jenseits, und dass man Befestigung bekommt in Religion. Und wie stark brauchen wir in dieser Zeit zu den Dua, zu den Mitgebete, dass Allah subhanahu wa ta'ala von uns erhört. Wie stark brauchen wir das in dieser Umma, die heutzutage das Schlechteste erlebt. Und es gibt keine Zeit, die mit der diese Umma sozusagen ein Schlimmes erlebt hat, wie in dieser Zeit. Alle Feinde des Islams haben sich gesammelt gegen diese Umma und vor allem gegen die Leute von Sunna. Die Gegner des Islams, sie einigen sich mit den Gruppierungen des Islams, die sowieso den Hass haben gegen den Islam und gegen die aufrichtigen Muslime, und kooperieren alle zusammen gegen die Leute von Sunna. So stark brauchen wir heutzutage den Dua, wo wir heutzutage diesen Tag am besten ausnutzen sollten. Jeder, der sein Herz schlägt für diese Umma, sollte diesen Tag mit Dua sozusagen ausnutzen. Und es gibt genügend Tage, wenn wir an 364 Tage denken, wo wir Quatsch machen, dann sollten wir heute an diesem Tag nur denken, wo wir Dua machen. Das ist zu schade, an diesem Tag Quatsch zu machen oder was anderes zu machen, außer das mit den Gottesdiensten zu füllen und vor allem den Dua. Der Dua sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr sagt, macht mir Dua, bittet mich und ich werde euch erhören, euren Dua erhöhen. Dann sagt er, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Diejenigen, die sich überheblich verhalten oder hochmutig verhalten gegen meine Ibadah, gegenüber meiner Ibadah, sie werden erniedrigt ins Höllenfeuer landen. Das heißt, der Dua gehört zu der Ibadah. Der Dua, gibt es zwei Arten von Dua. Der Dua, der selber Ibadah ist, das bedeutet, jede Gottesdienst ist ein Dua. Warum? Weil man Allah subhanahu wa ta'ala damit bittet, Belohnung für diese gute Tat zu machen, zu bekommen. Dein Gebet ist ein Dua. Dein Fasten ist ein Dua. Deine Zakat ist ein Dua. All diese Sachen sind Dua. Kommt inshallah etwas nach vorne, damit inshallah die Brüder, die nachkommen, Platz haben. Jede von diesen Gottesdiensten gehören zu Dua. Und es gibt eine zweite Art von Dua, die Dua, wo du Allah um etwas bittest. Das heißt, du hast eine Bitte, du hast einen Wunsch, etwas, das du in Erfüllung bekommen willst, dann bittest du Allah darum. Das ist die zweite Art von Dua. Und beides gehört zu den Ibadah, liebe Brüder und liebe Schwestern. Und was auch besonders an diesem Tag ist, wo wir auch den Dua dafür ausnutzen könnten, da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt keinen Tag, wo Allah Leute mehr befreit von Höllenfeuer als den Tag von Arafah, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Tag von Arafah ist der Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala am meisten Leute von Höllenfeuer befreit. Und Allah subhanahu wa ta'ala nähert sich seine Diener, die zu Hajj gekommen sind, die zu dem Hügel von Arafat gekommen sind. Allah nähert sich diesen Diener und gibt mit denen sozusagen zeigt den Malaika, dass diese Diener seinetwegen kommen sind,
und gibt damit an mit seinen Dienern, die zu ihm gekommen sind und sagt zu den Malaika, was wollen diese Leute? Er ist stolz auf diese Diener, die zu ihm gekommen sind. Warum? Sie haben ihre Häuser verlassen. Sie haben ihre Frauen und Kinder verlassen. Sie haben alles verlassen, um auf diesen Hügel zu stehen, um den Hals für Allah zu machen, um Allah zufrieden zu stellen, um ihn zu bitten, um ihn Dua zu machen. Das ist die Ibadah, die Allah von seinen Diener liebt. Und damit gibt er an, vor den Malaika, die sowieso nicht aufhören, Allah zu dienen. Aber er gibt mit Söhne Adams an, wenn sie zu ihm kommen. Warum? Weil Söhne Adams haben in ihre Brüste, in ihre Herzen Begierden und Gelüste, die sie zur Seite gestellt haben und Allah SWT gehorcht haben und Allah zufrieden stellen wollten. Damit gibt Allah SWT an, dass Allah SWT die Söhne Adams dafür erschaffen hat. Sagt der Imam al-Qurtubi, als ob Allah SWT den Malaika erinnert, wenn er sagt, was wollen diese Leute, die jetzt gekommen sind für Arafat, als ob Allah SWT die Malaika erinnert, wenn er mit den Söhnen Adams angibt, als sie gefragt haben, als Allah SWT Adam erschaffen hat, erschaffst du etwa eine Art, die Unheil bringt und die Blut vergießen lässt? Da sagte Allah SWT als Antwort, Inni alamu ma la ta'lamun. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Das heißt, von diesen Söhnen Adams, obwohl es Leute gibt, die Unheil stiften, obwohl es Leute gibt, die Blut vergießen, gibt es Leute, die gehorchen, gibt es Leute, die dienen, gibt es Leute, die ihre Gelüste zur Seite legen, um Allah zufrieden zu stellen. Als ob Allah SWT zu den Malaika sagt, deswegen seht euch an, warum ich Söhne Adams erschaffen habe. Und er kommt ihnen näher. Deswegen, liebe Brüder und liebe Schwestern, wir sollten unseren Ziel nicht vergessen. Wir sollten den Ziel nicht vergessen, dass wir Allah SWT dienen. Dafür hat er uns erschaffen. Und damit gibt er vor dem Malaika an, wenn Söhne Adams Allah dienen, ist er näher zu ihnen. Das Nächste, womit du Allah SWT kommen kannst, ist mit Sujud. Am nächsten ist man Allah SWT, wenn man Sujud macht. Und Allah ist uns am nächsten, wenn wir zu ihm, zu Arafat gehen, zum Hajj gehen und vor dem Hügel Allah SWT bitten, dann kommt uns Allah SWT näher. Es gibt eine Nähe von Allah SWT, die seiner Majestät würdig ist, ohne zu erklären wie. Aber es gibt eine Nähe von Allah SWT für seine treuen Diener. Deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, nutzt diesen Tag aus mit Dua. Und noch eine Sache, die dazugekommen ist. Heute haben wir Arafa und heute ist Jumu'ah. Zwei gesegnete Tage, die aufeinander treffen. Und das ist auch in Zeit des Propheten Muhammad sallam passiert. In dem Hajj, wo der Prophet Muhammad sallam Hajj gemacht hat, sind die zwei Tage aufeinander getroffen. Der Tag von Arafa mit dem Tag von Jumu'ah. Und das war der Tag, wo Allah SWT herabgesandt hat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dina. Das ist da, wo ich euch die Religion vervollständigt habe und euch diese Religion, meine Gunst an euch vervollständigt habe und euch den Islam mit dem zufrieden bin für euch. Deswegen, liebe Brüder und liebe Schwestern, sollten wir an diese gewaltige Ni'ma denken. Und an den Yawm al-Jum'ah sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das ist der beste Tag, wo die Sonne sozusagen aufgegangen ist. Auf dem besten Tag ist der Tag von Yawm al-Jum'ah. Das heißt, es gibt nichts Besseres als Yawm al-Jum'ah. Und dann tritt das noch dazu, dass das Yawm Arafah ist. Und dann hier sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in den Jum'ah, in den Tag von Jum'ah, gibt es eine Stunde, wo egal wer was fragt, Allah SWT fragt in diese Stunde, außer dass Allah SWT ihm diese Sache gibt.
Und die stärkere Meinung ist, dass es die letzte Stunde von Jumu'ah ist. Guck mal, wie viele Anlässe es gibt, heute sehr viel Dua zu machen. Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten. Allah für diese Umma zu bitten, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns einig macht. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns sozusagen von dieser Bestrafung, von diesem Elend sozusagen rausbringt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns das Richtige zeigt und dass wir an das Richtige halten. Dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Märtyrer sozusagen akzeptiert und mit denen barmherzig ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala das Blutvergießen in diese Umma sozusagen bewahrt, dass kein Blutvergießen mehr passiert. Dass Allah subhanahu wa ta'ala in diese Umma jeder, der Bedürfnis hat, dass Allah ihm sein Bedürfnis gibt. Jeder, der sozusagen eine Musibe hat oder eine Bedrängnis hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala das von ihm wegmacht. Dass jeder, der krank ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn heilt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala unsere Körper befreit von Höllenfeuer. Denn dieser Tag, da werden, das ist der meiste Tag, wo Allah subhanahu wa ta'ala Leute von Höllenfeuer befreit. Dass wir uns bemühen, an diesem Tag sehr viel Dua zu machen. Und es gibt noch einen dritten Anlass, der zu diesem Tag noch gekommen ist, warum auch dann der Dua akzeptiert wird. Wir haben drei Anlässe, drei gesegnete Zeiten oder gesegnete Situationen, wo der Dua akzeptiert wird. Der Prophet Muhammad hat gesagt, drei Duas, drei Mitgebete, die werden nicht abgelehnt, sagt der Prophet Muhammad. Da'watul Walid, der Dua von dem Vater oder von den Eltern gegenüber seinen Kinder oder für seine Kinder. Und Da'watul Sa'im, für den Dua von den Fastenden. Und es ist ja Sunnah, den Freitag oder den Tag von Arafah, diesen Tag zu fasten. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dieser Tag tilgt ein Jahr vorher und ein Jahr nachher von Sünden. Alles wird getilgt durch das Fasten von diesem Tag. Und viele fragen, darf man diesen Tag fasten, weil es Tag von Jumu'ah ist, obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, den Jumu'ah zu fasten, ohne einen Tag vorher oder einen Tag nachher zu fasten. Einen Tag nachher geht definitiv nicht, weil morgen Eid ist und dann darf Eid nicht fasten. Einen Tag vorher muss man fasten und muss man nicht fasten. Hier gibt es zwei Anlässe wegen dem Fasten. Wenn man, der Anlass ist, für den Jumu'ah zu fasten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch diesen Hadith erwähnt hat, dann dürfte man eigentlich nicht fasten, Yawm al-Jum'ah einzeln. Aber hier ist ein anderer Anlass, wo Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat zu fasten, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt hat, dass das zwei Jahre von Sünden tilgt. Und zwar, man fastet ja nicht wegen der Jum'ah, weil man die Jum'ah damit beabsichtigt. Weil man fastet diesen Tag, weil man Arafah, den Tag von Arafah, beabsichtigt, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese gewaltige Belohnung erklärt hat. Deswegen ist dieser Fasten von diesem Tag erlaubt und islamisch richtig. Und wenn man einen Tag vorher gefastet hat, ist noch besser. Da hat man ja noch mehrere Tage, wo man belohnt wird, weil das sind alles, gehört alles zu den 10 Tagen. Aber einzeln zu fasten würde auch gehen, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Riesenbelohnung von Arafah erklärt hat. Deswegen haben wir jetzt einen fastenden Tag, wo alle jetzt am Fasten sind, haben ein akzeptierte Dua. Das ist der dritte Anlass. Drei Anlässe für eine akzeptable Dua sind aufeinander getroffen. Yawm Arafah, Yawm Jumu'ah und der Dua von den Fastenden. Liebe Brüder und liebe Schwestern. Und deswegen, und die dritte Dua ist die Dua von den Musafir. Und deswegen wollte ich an einige Benehmensregeln erklären von denjenigen, der Dua macht. Es ist nicht einfach so, dass man Dua macht, bittet Allah subhanahu wa ta'ala, O Allah, gib mir das, O Allah, mach mir das, O Allah, löse mich von das. Es gibt Benehmensregeln. Das machst du noch nicht mal sozusagen bei deinem Lehrer oder bei deinem Vater oder bei einem König oder bei Arbeitsamt. Du bittest nicht einfach so wie ein Bauer, sondern es gibt Benehmensregeln, wie du sozusagen zum Vater kommst und ihm schmeichelst und Gutes sagst, damit der vielleicht dir etwas gibt, was du brauchst. Erst recht bei dem Herr, der dich erschaffen hat, der dir alles gegeben hat, der bei ihm nichts schwer ist zu geben und bei dem, der das Recht hat, angebetet zu werden und verehrt zu werden, den muss man mehr verehren
als jeder andere. Deswegen sollte man die Benehmensregel, an die Benehmensregel von Dua achten. Als allererstes soll dein Dua rein sein für Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ بِاللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Wenn du fragst, frag allein nur Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen gehört das jetzt zu den größten Unverschämtheiten, dass man Allah bittet und niemanden anderen an seine Seite bittet. Etwas, was nur Allah kann. Deswegen, der Schirk ist eine der größten Sünden, die es gibt, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptiert, die deine Taten zunichte macht. Deswegen sollten wir immer in unseren Herzen den Tawhid und Ikhlas und Aufrichtigkeit in unsere Herzen tragen, damit wir auch ein akzeptiertes Dua haben. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Leute von den schlimmsten Situationen errettet, weil sie den Tawhid hatten. Guck mal, denn nun, dieser Prophet, der ein Wal geschluckt hat, der brauchte in dieser Phase, brauchte die Hilfe von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber weil er zu denjenigen gehörte, die den Tawhid in ihren Herzen hatten, er hat noch nicht mal gebetet. Er hat noch nicht gesagt, hol mich raus aus dem Bauch von diesem Wal. Was hat er gesagt? La ilaha illa ant. Subhanak. Inni kuntu minadh-dhalimin. Gibt es da irgendeine Bitte? Es gibt kein gedientes Recht außer dir. Gepriesen bist du. Ich gehörte zu den Dhalimin, zu den Ungerechten. Hier gibt es kein Dua. Aber Allah weiß, was er will. Er hat mit Tawhid Dua gemacht. Er hat mit der Erkenntnis, dass Allah der Einzige, der es verdient hat, angebetet zu werden, mit dieser Bezeugung hat Allah subhanahu wa ta'ala verdeutlicht, dass ich dich diene und dass ich aufrichtig für dich sozusagen bin. Dass Allah subhanahu wa ta'ala schon weiß, was ich brauche. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala dann erhöht. Und hat ihn aus diesem Wahl befreit. Deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, es gibt nichts Besseres als den Tawhid. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala brauchst und du hast den Tawhid, dann hast du eine gewisse Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala. Zu den Benehmensregeln von Dua, dass du nicht einfach mit dem Bittgebet anfängst. Also mit der Bitte, was du brauchst. Ich will Auto, ich will das, ich will das. Nein, fang an mit dem Lobpreisen von Allah subhanahu wa ta'ala. Fang an mit As-Salah al-Nabi, dass du bezeugst und dass du Allah subhanahu wa ta'ala mit den schönsten Namen und Eigenschaften rufst. Das gehört zu der Benehmensregel von Dua, liebe Brüder, liebe Schwestern. Und auch wenn du mit dem Dua fertig bist, solltest du auch den Lob Allah subhanahu wa ta'ala sprechen und auch den Propheten, den Segen sprechen. Dann zu der Benehmensregel von Dua. Das passiert bei vielen Leuten. Sie reden mit Zunge, was ihr Herz nicht da ist. Da sollte man mit Gewissheit glauben, dass der Allah subhanahu wa ta'ala jeden Dua akzeptiert. Manche machen Dua halbherzig. Dann erwartet nicht eine Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala, die halbherzig ist. Genauso, wenn du zu jemandem kommst und halbherzig irgendwas bittest, der nimmt dich auch dann nicht ernst. Nimm das ernst. Allah subhanahu wa ta'ala hat alles in seiner Macht. Alles kann er dir geben. Aber du sollst mit vollem Herzen Dua machen, mit voller Überzeugung, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Dua annimmt, deine Dua in Erfüllung bringen kann. Nicht zu sagen, oh Allah, wenn du willst, gib mir das. Da sollte man nicht so mit Zweifel reden und nicht abhängig machen vom Wille von Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte mit Gewissheit bitten, oh Allah, gib mir, nachdem man den sozusagen gelobt hat und auch die anderen Benehmensregeln sozusagen beachtet hat. Noch zu den Benehmensregeln, liebe Brüder, liebe Schwestern, dass wir immer Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin bitten, dass wir nicht aufhören bei einem Dua, oh Allah, gib mir das und fertig. Dass man immer weiter gibt, oh Allah, ja Rabb, mehrmals den Dua macht. Sozusagen nicht aufhören, Allah subhanahu wa ta'ala Dua zu machen.
Das liebt Allah von uns. Das ist sozusagen das, was Allah SWT aus unseren Herzen rausbringen will. Die Erniedrigung von Allah SWT. Dass man sich abhängig sieht von Allah SWT. Dass man eine Abd wird. Dass man eine Sklave Allahs wird. Dass er immer bittet, bittet. Und nicht aufhören zu bitten. Nicht sich überheblich zeigen. Dass man sagt, ah, ich habe schon gebetet. Nein, bleib in deiner Bitte gegenüber Allah SWT. Und wehe, dass du die Früchte vorher ernten willst. Dass du sagst, ich habe Dua gemacht und ich habe jetzt 2-3 Tage gewartet und Allah gibt mir nicht. Das wäre die schlimmste Unverschämtheit gegenüber Allah SWT. Allah SWT hat eine Weisheit, warum er nicht sofort den Dua akzeptiert. Und auch außerdem, die Erfüllung von Dua hat 3 Arten, muss man auch wissen. Wenn jemand Dua macht, dann wird seine Dua auf jeden Fall erfüllt. Aber eins von diesen 3 Arten wird erfüllt. Entweder gibt dir Allah SWT das, was du gefragt hast. Dann hast du 1:1 das, was du gebeten hast, das bekommen, was du gefragt hast. Die zweite Art, dass Allah SWT dir nicht das gibt, was du gefragt hast, sondern was Besseres gibt, entweder in dieser Dunya oder Yawm al-Qiyamah, dann hast du noch was Besseres bekommen, als was du gefragt hast. Vielleicht ist das, was du gefragt hast, nicht Gutes für dich. Oder vielleicht ist das, was du gefragt hast, sozusagen für einen anderen besser, aber für dich nicht gut. Aber Allah SWT hat dir was Besseres gegeben, das heißt, er hat dir noch mehr, als was du verlangt hast, gegeben. Und die dritte Art von Dua, oder von Erfüllung von Dua, dass Allah dich bewahrt von etwas Schlimmes, was dir passieren könnte durch dein Dua. Und deswegen, jeder Mensch wünscht sich eher, dass Allah ihn von Schaden abhält, anstatt irgendetwas in Erfüllung zu bringen. Wer zum Beispiel Allah bittet um jede Menge Geld und dadurch Allah SWT gibt ihm nicht diese Dua, aber er bewahrt ihn von Krebs zum Beispiel, das, was ihn treffen könnte. Was wäre ihm lieber? Diese Dua oder diese Erfüllung? Natürlich wäre ihm die größte Erfüllung, dass Allah SWT ihm vom Schlimmen bewahrt hat. Deswegen sollten wir niemals voreilig sein und sagen, Allah SWT hat meine Dua nicht akzeptiert. Und Musa a.s., der Dua gegenüber Pharao gemacht hat, sagen die Tafsir-Gelehrten, 40 Jahre hat es gedauert, bis der Dua gegenüber Pharaon in Erfüllung gekommen ist. Hatte Musa Zweifel? Nein. Hatte gesagt, ich habe Dua gemacht und Allah hat nicht akzeptiert? Nein. Aber alles gehört zu seiner Weisheit. Deswegen, wer heutzutage Dua macht, Allah bringt diese Umma vom Schlechten weg. Natürlich kann vieles dazu beitragen, dass diese Dua nicht in Erfüllung kommt. Weil man muss, was in seinem Herzen ist, ändern. Das wissen viele nicht. Und das machen auch viele nicht. Deswegen kommt diese Dua in Erfüllung. Aber wenn die Bedingungen auch erfüllt sind, liebe Brüder, liebe Schwestern. Noch eine Sache, was zu den Dua gehört. Du musst mit sozusagen Herzen dabei sein, wenn du Dua hast. Nicht einfach auf die Zunge was sagen, sagt der Prophet Muhammad, macht mit Gebete zu Allah SWT. Und ihr sollt Gewissheit haben, dass Allah SWT eure Dua akzeptiert. Und ihr solltet wissen, dass Allah SWT kein Dua akzeptiert von demjenigen, dessen Herzen nicht bei dem Dua dabei ist. Weil viele vielleicht haben auf der Zunge, ja, qalbi maqlub, thabbit qalbi ala al-iman. Allahumma atina fid dunya hasana, fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Aber er sagt das mit Zunge. Sein Herz ist nicht dabei. Denkt nicht daran, an die Bedeutung von diesem Dua. Deswegen ist das ein Grund, dass Allah SWT auch nicht akzeptiert. Sondern wenn du Dua machst, mit deinem ganzen Herzen mach Dua. Und denke an jedes Wort, was du Dua machst. Was bittest du Allah? Du bittest um Khair von Dunya. Du bittest um Khair von Akhira. Du bittest um Befestigung in Religion. Du musst dir das verinnerlichen, wenn du den Dua machst. Liebe Brüder und liebe Schwestern, auch zu den Benehmensregeln von Dua, dass man nicht schreit bei dem Dua. Einige denken, das Schreien ist was Gutes und ist eine gute Ibadah, aber das Schreien bei Dua ist nicht
sozusagen die richtige Methode. Allgemeine Bitte und Dua von Allah subhanahu wa ta'ala ist immer mit leise Stimme. Außer wenn eine Stelle gibt, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ermutigt hat, die Stimme zu erheben. Wie zum Beispiel Takbir. Takbir sollte man aussprechen und sollte man das auch laut sagen. Weil das ist eine Sunna vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber bei Dua sollte man mit leise Stimme Allah subhanahu wa ta'ala Dua machen. Und man soll wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nahe ist, wenn jemand ihn ruft. Und auch zu den Benehmensregeln von Dua, dass du dich erkennst als Sündiger, als jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala braucht, dass du Allah um Vergebung bittest von deinen Sünden, damit das ein Grund wird, deine Dua zu akzeptieren. Und auch, dass du dich erkenntlich zeigst und Allah dankst für all seine Gaben, dass du beides machst. Wie in diesem Dua von Sayyid al-Istighfar, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at. Der sucht Zuflucht von das, was er gemacht hat. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Und zeigt sich erkenntlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm viele Gaben gegeben hat, und dann bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung für seine Sünden. Das heißt, dass du weißt und dass du dich erkenntlich machst und schuldig machst gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala für das, was du als Sünde gemacht hast, und dass du erkenntlich machst gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, was er dir alles an Gutes gegeben hat. Und auch zu den Benehmensregeln von Dua, dass man die Hände erhebt. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala schämt sich, wenn sein Diener die Hände erhebt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm sein Dua nicht erfüllt. Und auch zu den Benehmensregeln von dem Dua, dass man vorher auch Wudu macht. Und auch eine wichtige Sache, dass man nicht übertreibt im Dua. Übertreiben im Dua bedeutet, dass man sich nicht an das Sunna hält bei dem Dua. Oder dass man etwas Dua macht, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht erlaubt hat, Dua zu machen. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es werden am Ende von dieser Umma Leute kommen, die sozusagen ihre Maß nicht einhalten in Dua und in Wudu. Und auch die wichtigste Benehmensregel, die wir auf jeden Fall sofort ändern müssen, dass wir von Halal essen, dass wir von Halal trinken und dass wir von Halal uns bekleiden, dass unsere Einnahmen Halal sind, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnte derjenige, der sich bemüht, mit allen Benehmensregeln von Dua, dass er Allah subhanahu wa ta'ala ruft und bittet, und dann sagt er, aber sein Essen ist von Haram, sein Trinken von Haram, seine Kleidung von Haram, sein Verdienst ist von Haram. Wie soll Allah subhanahu wa ta'ala sein Gebiet erhöhen? Deswegen denken wir daran. Wir sind in einem Land, wo jeder frei ist zu wählen, was er arbeitet, wovon er verdient und so weiter. Aber es gibt sehr viele Haram-Verdienste, wo der Muslim daran denken will, sollte, wenn ich von Allah subhanahu wa ta'ala einen akzeptierten Dua haben möchte, wie soll ich dann von Allah subhanahu wa ta'ala eine Erfüllung bekommen, wenn die Quelle Haram ist. Deswegen denk daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala will von dir, dass du dich reinigst, damit Allah subhanahu wa ta'ala auch dich liebt und dass Allah subhanahu wa ta'ala von dir akzeptiert. Das sind einige Benehmensregeln, und am Ende, liebe Brüder, liebe Schwestern, die Nasiha, heute nutzt das bitte aus. Lass das sein mit dem Quatsch und mit dem Spiel und mit all den Aktivitäten, wer Training hat, wer was, ist egal was er hat. Nutzt diesen Tag, der einmal im Jahr kommt, wo Allah subhanahu wa ta'ala viele von Höllenfeuer befreit, wo die Umma am meisten jetzt Dua braucht, wenn sich alle Muslime heute an den Dua halten und an die Benehmensregel von Dua halten, guck mal, was für Segen kommen würde. Deswegen nutzt die Zeit aus mit sehr viel Dua, allgemein den ganzen Tag und speziell die letzte Stunde von diesem Tag. Und auch solltet ihr Allah subhanahu wa ta'ala mit den schönsten Namen und Eigenschaften rufen, wenn ihr Dua macht. Und dass ihr auch an die guten Taten denkt, wie an eure Fasten, wie Sadaqa zu geben. Und auch viele Taten, weil das gehört immer noch zu den 10 Tagen, wo das am beliebtesten ist, dass man gute Taten für Allah subhanahu wa ta'ala macht. Und heute ist Jum'ah, erwähnt sehr viel die Segenswünsche zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. As-Salah al-Nabi ist sehr, sehr gesegnet. Warum? Weil wer sehr viel Segenwünsche für Allah subhanahu wa ta'ala für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausspricht, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala all seine Bedrängnisse auflösen. Da hat er keine Kummer mehr, wenn er sehr oft
den Segenswünsche zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausspricht. Und erwähnt sehr viel Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch eine Sunna, die nicht lebendig gemacht wird. Und ich frage mich, warum macht man die nicht lebendig? Den Takbir auszusprechen. Den Takbir, dass man sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Nach der Jumu'ah, in dein Haus, mit deinen Kindern, überall in der Moschee, weil viele denken, das ist nur nach den Gebeten. Aber das ist falsch. Das ist nicht nur nach den Gebeten. Das ist eigentlich in jeder Zeit, bis zu dem letzten Eid-Tag, bis zum Asr-Gebet, vom letzten Eid-Tag, sollte man die ganze Zeit Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd füllen. Den ganzen Tag füllen. Und das auch gehört zu der Verherrlichung von den Ritualen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und bemüht euch mit den guten Taten. Und solltet ihr inshallah auch an den Morgen denken. Morgen ist der Eid-Tag, das gehört zu den besten Tagen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah, der Prophet Muhammad hat gesagt, Afdal al-Ayyam, Yawm al-Nahr wa Yawm al-Qir. Also der beste Tag ist der Tag von den Schlachten und der Tag danach. Deswegen bemüht euch auch an diesen Tagen Gutes zu machen und Allah zu danken für das, was er euch gegeben hat. Und auch die Dankbarkeit ausdrücken in Schlachten für Allah subhanahu wa ta'ala, in das Gebet zu verrichten, holt eure ganze Familie, bringt die zu dem Gebet. Inshallah machen wir das Gebet, verrichten wir das Gebet, wie letzten Eid in diesem Musalla, in diesem Sportplatz, um 8 Uhr pünktlich, inshallah, ruft alle eure Familie und eure Brüder, dass wir inshallah auch eine Sunna lebendig machen, inshallah. Und ich erinnere euch an die Brüderschaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns akzeptieren. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam.